Simson! Wo sind die Simson-Fans hier unter euch? 90? Däumel, fahren die Dinger so schnell? Ich fasse es immer noch nicht, dass die Karre fahren darf. Alter, das ist immer noch irgendwie so alles so unwahr. Ich fühle mich noch gar nicht so reif. Wo fahren wir denn mal hin? Fahren wir links? Ja, wir fahren links, oder? Ich versuche mal den Weg zur Kaserne zu finden. So. Alter, und ich bin hier so ein Massenmörder, Alter. Ich habe hier vorne alles voller Fliegen, ey. Und meine Hinterradfelge ist auch schon wieder voller Kettenfett. Vor allem manchmal, ne, da so richtige Klumpen da dran, so richtige Fettklumpen. Die kommen wahrscheinlich unten am kleinen Ritzel da. Wird dann irgendwie da mit der Kette manchmal mitgezogen und dann klatscht das voll in meine schöne Felge rein, ey. Das ist so behindert, ne? Richtig viele von diesen Harley-Fahrern oder diese Shopper-Fahrer, ne? Die grüßen einfach nicht, so. Ich sag mal so 80%. Und dann hat man schon automatisch keinen Bock mehr selber zu grüßen. Und dann wiederum tun einen die wieder leid, die dann grüßen, aber die nicht zurückgegrüßt werden. Aber naja, Reithalle. Das sieht ja alles mal ein bisschen runtergekommen aus, finde ich. Also jetzt hier nicht, bei den Häusern mal davor so. Da hinten müsste die Kaserne sein. Ja, hier sind die Kasernen. Sind das Baracken? Nein, das sind keine Baracken. Achtung, Privatgelände. Zugang verboten, nur Anlieger frei. Toll, kann ich jetzt gar nicht herfahren oder was? Fahren wir mal rechts her. Oh. Falle ich hier schon fast so runter. Doch, das sind diese alten Kasernenhäuser da, wo die Soldaten früher drin gewohnt haben, oder? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht kann man hier rumfahren und kommt von der anderen Seite irgendwo rein oder so. Ich finde das immer ganz interessant, so die Sachen anzugucken. Was ist hier, Dülmener Drogenviertel, oder? Ich will hier nicht irgendwie durch den Nagel fahren oder sowas, ey. Das wäre ein bisschen kacke. Okay, da hinten komme ich auch nicht weiter. Ja, aber sieht hier irgendwie so danach aus, so ein bisschen. Kasernemäßig, däßig. Da vorne sitzen irgendwelche Leute. Aber hier ist so ein bisschen runtergekommen alles, definitiv. Da hier ist die Reithalle, okay. Und hier ist ein cooler großer Parkplatz. Soll ich mal hier ein Bild machen einfach? Vor so einem Dreckshaufen? Ja doch, I take a picture. Ich will auch nochmal so eine dicke Spiegelreflexkamera haben. Da hatte ich auch mal Bock drauf. Da hätte ich auch mal Bock drauf. Oh, sehr sexy. Von vorne, von der Seite. Ja. Ich hoffe mal, der Kamerawinkel passt. Die Kamera oben am Schirm dran. Und mein Schirm, der ist normalerweise immer oben. Den kann man ja vorne hoch und runter bewegen. Und dann war der jetzt unten. Und das hat immer bis jetzt gepasst. Und dann habe ich den vorhin hoch gemacht. Weil das geiler aussieht und ich hoffe, das passt trotzdem noch alles. Werde ich nachher sehen und so wie ich mich kenne, wird das richtig scheiße sein. Und ich werde nachher heulend an meinem Schreibtisch sitzen. Boah, das sieht aber richtig, das sieht so verdammt runtergekommen aus alles, ne? Das ist irgendwie so ein Asylantenheim oder so wahrscheinlich. Engine Soldier auf Erkundungsfahrt! Engine Soldier, ja gut. Ignam braucht man ja, ne? Oh! Brutal, ey. Bleib mal stehen, du. Fahr mich nicht um. Ich bin auch noch hier. Ich finde gut, langsam fahren kann man mit der KTM nicht. Weil der erste Gang, der, wenn du diese hochdrehst, ist auch irgendwie kacke. Der zweite Gang, der ist so schnell. Ja, dann fährst du schon so 30 oder so. Vielleicht ändert sich das ja mit dem 15er Ritzel. Also ich habe es gelesen, dass das Ruckeln unten rum nicht mehr so stark sein soll. Ich freue mich schon so hart auf den Remus. So dermaßen hart. Ich hoffe nicht, dass der zu laut ist. Nicht, dass man mich nachher nicht mehr hört, aber doch, das geht wohl. Das wird wohl klappen.